meine Gartenschere. Silikon, Backpapier quasi. Das ist so glitschig. Das ist nicht glitschig, das ist rutschfest. Bevor dann erstmal den Gebrauch im warmen Spülwasser reinigen. Tja, die Gemüsekiste ist gekommen. Während einer Kur schaut alles besonders lecker aus. Guter Salat. Yum, yum. Oh wow. Mm. Das. Yum, yum. Ups. Ein bisschen Obst, ein bisschen Zucchini, eine Avocado sogar, Bananen, Mandarinen, Äpfel, Karotten, gelbe Karotten. Oh, was das sind. Wie geht's mir eigentlich? Ich würde sagen, es geht mir ganz gut. Also ich habe kaum Hunger. Ich trinke sehr viel Wasser. Mehr als was ich gedacht habe eigentlich. Ich habe eine Verspannung wegen den Klimmzügen zwischen den Schulterblättern. Die ist erst heute früh gekommen. Die ist ziemlich lästig. Also vielleicht kann ich später noch die Kerstin behandeln oder ich kann in die Badewanne springen, mal schauen. Ansonsten geht es mir gut. Also ist überraschend leicht eigentlich bis jetzt. Aber ich muss sagen, die Fantasie ist echt interessant. Es ist echt lustig, was einem alles irgendwie so für Sachen einfällt, was man sich kochen könnte, was man sich machen könnte, was man sich für tolle Salate machen könnte und gesunde Sachen. Überhaupt, jetzt ist unsere Gemüsekiste gekommen und ja, es sind viele Sachen, die mich ansprechen würden. Aber ich versuche da jetzt mal wirklich die Kur durchzustehen und das mal durchzuhalten einfach. Was passiert nach der Kur? Nach der Kur möchte ich eben bewusst fettarmer kochen, weniger künstliche Fette dazugeben, also extrahierte Fette. Man muss bedenken, dass in dem normalen Gemüse halt auch Fette drin sind und das ist mehr als genug oder das ist das, was wir brauchen. Damit kann der Körper gut umgehen und alles, was wir zusätzlich dazugeben, muss wahrscheinlich nicht sein. Deswegen, das war der kleine Teaser gestern. Das war im Paket drinnen. Das ist mir letztens aufgefallen, das sind so Silikon-Backpapier. Dinge, die man fürs Backen verwenden kann. Das heißt, ich kann vielleicht die Kartoffeln ganz ohne Öl machen. Ich weiß nicht, die werden wir jetzt einfach ausprobieren, wie das funktioniert. Und ich glaube, die Dinge halten ewig lang. Ja, waren jetzt auch nicht so teuer. Genau. Was gibt es sonst noch zu berichten? Das Gewicht hat sich eingependelt auf etwa 90 Kilo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr verlieren werde. Ich denke vielleicht schon noch ein bisschen, aber es braucht wahrscheinlich einfach seine Zeit. Die ersten paar Tage, das weiß ich, verliert man sehr schnell am Gewicht, aber dann braucht das einfach länger. Und ich wollte auch sagen, falls das irgendwie jemand machen möchte, würde ich schon empfehlen, dass man vielleicht mit jemandem spricht, der das schon mal gemacht hat oder eben am besten einen Shiatsu-Praktiker aufsucht. Ich kann da meine Shiatsu-Schule empfehlen, die Hara Shiatsu-Schule in Wien. Ihr könnt auch auf die Dachverband-Seite schauen ich werde den Link einblenden, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Link wirklich geht. Vom Dachverband. Na, wurscht. Ich empfehle die Hara Shiatsu Schule, weil ich dort eben zur Schule gegangen bin und da habe ich das erste Mal die Reiskur kennengelernt und auch ausprobiert. Das heißt, es ist nicht ganz neu für mich.
Ich habe es noch nie so lange gemacht. Ich habe es noch nie 12 Tage lang gemacht. Ich glaube, ich habe es mal 10 Tage lang gemacht und nicht länger als 10 Tage. Aber ja, nachdem der Mike mir da irgendwie eine Challenge gegeben hat, bin ich jetzt dabei. Das heißt, ich würde empfehlen, sich vorher zu informieren, ob die Kur auch was für einen ist. Ich würde sagen, für die meisten Leute wird es kein Problem sein und ist es okay, aber ja, besser das mal irgendwie vorher abzuklären. Jeder ist ein bisschen anders und jeder hat andere Voraussetzungen. Und da muss man ein bisschen vielleicht vorsichtiger sein. Genau. Aber ich habe meine Eltern dazu gebracht, am Dienstag auch die Reiskur zu starten. Und sie werden es jetzt einfach nur bis am Samstag oder Sonntag machen. Und es geht ihnen gut soweit. Also sie haben auch, mein Vater hat glaube ich schon 2,5 Kilo verloren. Meine Mama hat auch irgendwie etwas über 1 Kilo verloren. Und sie haben praktisch keinen Hunger. Also es ist echt interessant, wie wenig Hunger man hat. Also sie essen dreimal am Tag. Sie essen zum Frühstück, zum Mittag und am Abend einen Reis. Und ja, fühlen sich satt und das sind die typischen Kaffeetrinker in der Früh, also das lassen sie jetzt auch weg. Also alles machbar. Ja, meine Mama sagt halt, dass gerade im Garten zu viele Sachen wachsen würden und da ist der Gusto irgendwie da oder man sieht das und man würde das gern essen. Aber das ist, denke ich, auch ganz normal, dass die Augen da irgendwie, ja, was finden, was sie haben wollen. Was wollt ihr noch wissen? Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Die Videos schneiden ist etwas zeitaufwendig, muss ich sagen. Und daher kommt mein Schlaf etwas, das geht auf Kosten meines Schlafes. Ich würde sagen, wenn ich das nochmal machen würde, ohne Video, dann würde ich darauf schauen, dass ich deutlich mehr schlafe. Dass ich zumindest an meine 7 Stunden komme. Das ist jetzt nicht so der Fall, da sind es eher so um die 5 Stunden herum. Das ist ein bisschen zu wenig, merke ich. Und das mit dem Sport ist auch so eine Sache. Da muss man schauen, was für ein Typ man ist. Also für mich ist es okay. Ich fühle, dass ich die Energie habe. Klimmzüge sind natürlich sehr heftig für mich. Und ja, das war halt ein bisschen so eine Horrokaktion. Deswegen glaube ich, habe ich jetzt diese Verspannung. Aber ich bin mir sicher, dass die bald weggehen wird. Was gibt's heute? Heute gibt's wieder Reis. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es bitte einen Kommentar, am besten auf YouTube, da kann ich das am besten sehen. Und ich werde versuchen, das zu beantworten. Gut, bis später. Tschüss. Ich muss mich ein bisschen mit der Black Roll selbst behandeln. So eine Spezial-Styropor irgendwas Rolle. Und es ist super, wenn man irgendwelche Verspannungen hat. Zum Beispiel, wenn man es übertrieben hat, wie ich, mit Freeletics. Und dann am Mittwoch habe ich dann, das habe ich euch gar nicht gezeigt, habe ich dann noch mit zwei Freunden hier in Lackenbach auch so eine quasi so eine CrossFit-ähnliche Einheit eingelegt, eine Stunde lang. Und ich glaube, das zusammen war dann zu viel. Vor allem die Klimmzüge waren zu viel, glaube ich. Und jetzt habe ich eine Verspannung hinten am Rücken und das tut gut, auf denen ein bisschen herumzurollen. Das Ding kann ich echt empfehlen. Danke, Marlies, für diesen wunderbaren Tipp. Ich benutze das fast jeden Tag, hauptsächlich für den Rücken, aber man kann damit eigentlich den ganzen Körper
massieren. Und ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Was gibt es sonst? Ich informiere mich gerade über einen Druckkochtopf, einen Pressure Cooker für zukünftige Reisabenteuer. Nein, nicht nur Reisabenteuer, aber ja, vielleicht macht das Sinn, das Gemüse öfters mal zu einfach zu dampfen und ich weiß nicht, ich schaue mir das mal an. Das Ding, was ich mir da gerade anschaue, kostet, ich glaube, in Österreich 150 Euro, das ist mir zu viel, aber in UK, glaube ich, ist es um die 100 Pfund. Jetzt weiß ich nicht genau, was der Kurs ist, aber ich glaube, das sollte ein bisschen weniger sein. Und ich muss mir überlegen, ob ich mir das leiste oder ob ich einfach so konventionell weiterkoche. Ist natürlich schon praktisch, wenn man gedampfte Kartoffeln irgendwie in 12 Minuten fertig hat. Zumindest glaube ich, dass das sonst immer länger dauert. Naja. Na gut. Das ist die kleine Version. Ich weiß nicht, mit der komme ich nicht so gut zurecht. Natürlich viel kleiner und geht extens rein, aber wow, es hat echt gut geholfen jetzt. Vielleicht ändere ich meine Meinung zu dem kleinen Teil. Okay, also beides, glaube ich, war von der Firma Black Roll. Ich werde einen Link unter dem Video reingeben. Kann ich nur empfehlen.